befinden wir uns gerade in Nishinipuri, der Station am Bahnhof. Und wir werden nach Norden durch die Stadt laufen, durch die unterschiedlichen Ebenen, durch die unterschiedlichen Strukturen, durch die unterschiedlichen Maßstäbe. Ja, warum Tokio auch so spannend ist für viele Architekten, ist ja im Prinzip diese Diversität in der urbanen Stadtstruktur und diese unterschiedlichen Maßstäbe, die alle zusammen nebeneinander existieren. Also was wir ganz viel beobachten, hier in der Gegend an, also wir haben viel verarbeitende Industrie, die in den kleinen sogenannten Machikoba hier zu finden ist. Und wir sind einerseits sehr fasziniert von dieser Kleinteiligkeit dieser Businesses, dass es so kleine Firmen sind und so, dass es so dezentral wirkt im Vergleich zu Großfirmen. Und die ausgelagert irgendwie am Stadtrand oder sowas sich befinden, ist das alles hier Teil der Nachbarschaft. Also innerhalb des Wohngebiets im Prinzip in unterschiedlichen Größen quasi kleine verarbeitende Industrien, kleine Fabriken, jetzt wie zum Beispiel hier auch.